Marcus, wegen dieser Locust-Grabstätte. Warst du mal dort? Einmal. Vor 25 Jahren. James' Mutter und ich waren wegen der Beseitigung dort. Die Körper der Maden waren da schon mit diesem Kristallscheiß überzogen. So ziemlich unzerstörbar. Sie haben sie eingemauert. Und so belassen. Und damit willkommen zurück bei Gears of War 4. Ich weiß es nicht. Das ist einer der Vorzüge im Alter. Man muss nicht immer zu allem eine Meinung haben. Oh, so wahr. Der Wind wird stärker. Ja, wir müssen uns also noch keine Sorgen machen. Haltet die Augen offen. Also, er hat es gerade schon erzählt, dass die Locusts angefangen haben, diese Kristalle zu entwickeln. Oh, das finden wir noch aus. Ja, damals hatten sie, also die waren da schon, wollte gerade sagen, die waren da schon auf dem drauf. Aber damals waren die Locusts halt Leichen gewesen, ne? Ist auch so eine geile Taschenlampe vorne dran? Cool. Aber die hatten, ach nicht stimmt, die hatten wir vorhin schon, ne? Aber ich dachte, dass das vorne ein Laserpointer ist, aber... Reingelegt. Wer braucht denn einen Laserpointer? Oh, was gibt's hier? Hey, da drüben ist Wasser. Ich glaube, genau von sowas wird man krank. Das Beste. Die Weisheit von Baba. Was zum... da ist was auf dem Dach. Ja, ich weiß. Bleibt ruhig. Fritz und ich hatten eben, bevor es losging, schon überlegt, ob was hier diese... Oh, Scheiße. Allererste Film, die es schon mal gab. Ja. Aber da war Marcus nicht dabei, ne? Nee, da waren, glaube ich, nur die beiden sogar. Und sind die... Wow. Scheiße! Sturmfront zieht auf! Los, zur Festung! Obwohl mir das hier mit der Festung bekannt ist. Holla! Ich muss aufpassen, dass man nicht rübergeschoben wird. Boah, was ist denn das für ein... Das ist ein Sturmfront. Ach, verdammt! Da ist dein Tor! Sieht eher aus wie so ein Tornado, ne? Oh, ist gleich zurückgeschossen. Los! Weiter! Unterschlupf voraus! Oh, ja. Glaubst du, was bei Krieg der Welt nicht auch? Die Aliens mit durchgekommen. Rein mit euch! Kinder, mit euch wird es nie langweilig. So viele Lampen dabei haben. In letzter Zeit nicht. Hier sollten wir sicher sein, bis die Sturmfront durch ist. Ihr habt keine Stauballergie, oder? Die Shotgun nicht, nur die M-Bar. Ah, was ist das? Keine Ahnung. Mal sehen, wohin uns führt. Das ist sie, war. Leuchtet. Sie war es. Wolltest du nicht sagen, worum geht es nicht? Was ist das? Ja. Heute bei alles klar. Ich glaube schon. Naja, du leuchtest. Wie viel besser, die sie noch in den letzten Monaten die Grafik gemacht haben. Na los, was da auch rausgeklettert ist, ist hier entlang. Weißt du noch, als wir die Beta gespielt haben? Das war irgendwie immer noch ein bisschen... Das von Digital Foundry, wo wir das verglichen haben, ne? Echt krass. Also es läuft besser und es sieht besser aus. Das war richtig doll. Collectible. Ich halte es mal an. Altes Buch, die Zusammenführung des Todes. Das Necronomicon wahrscheinlich. Lesen wir am besten mal draus vor. Kommt ein geiles Blätterserien bei raus. Ja. Hey, wartet mal. Da ist irgendwas drin. Dann schneid's auf. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Dad. Nein, glaube ich auch. Großer Säge voll Großspann. Oh, das ist übel. Tschüss.
Stimmt's verschwunden. Wir haben sie wohl gefunden. Sie nutzen uns als Wirt. Wenn das mit allen passiert, die sie fangen. Oh Gott, Mann. Kate, hey, komm schon. Wir holen sie zurück, okay? Wir müssen zu dieser Mine. Kommt schon. Ah, noch mehr Kapseln. Was zur Hölle ist hier los? Was das auch ist, es sind keine Locust. Sowas habe ich noch nie gesehen. Marcus Phoenix ist ratlos? Kein gutes Zeichen. Hey, das sind keine Pickel. Drückt nicht auf den Kapseln rum. Auf dem Dach. Ich habe gesagt, ruhig sein und weiter. Das ist ja witzig, das hatte ich, also ich wusste zwar, dass es das hier so gibt, diese komischen Brutkammern und tralala, aber dass das quasi aus Menschen heraus entwickelt, das hatte ich so nicht mitbekommen. Aber ist das dann vielleicht wie so eine Art Parasit, der dann egal was er übernimmt, verändert? Also dass die Locust so werden und die Menschen anders? Kann sein, weil, ich meine, Locust-Leichen gab es ja genug, ne? Jetzt hat er sich da so reingefressen. Und diese komischen Springviecher, die auf allen Vieren da liefen. Wir wissen ja nicht, was es sonst noch so für Tiere auf Sarah gibt. Runter! Dieses Vieh folgt uns schon eine ganze Weile. Ich kümmere mich drum. Was? Wie? Ja, das klappt. Wenn er losstürmt, schaltet ihn aus. Verstanden? Verstanden. Ja, das ist wie einer, der vorhin da so rumgesprungen ist, ne? Nee. Das ist noch ein größer, oder? Ja. Boah. Ich glaube, den haben wir vorhin von der Seite gesehen. Das ist am Anfang, wo sie nur die Schatten gesehen haben. Boah. No! Deshalb war in der Demo noch ein bisschen dabei. Luft! Fuck! Aber geil, wie sie das zeigen, wie das funktioniert, ne? Dass sie die reinsaugen und in ihren Bauchbeuteln sehen. Oh Gott, verdammt! Markus wollte uns im Kampf gegen die Dinger helfen und meine Mutter retten. Was zur Hölle machen wir jetzt? Das Ding, ich fasse es nicht. Es hat ihn verschluckt. Komplett. Genug, das reicht. Er ist weg. Aber er ist nicht tot. Sie entführen Menschen und benutzen sie. Wir wissen, dass der Prozess eine Weile dauert. Also lasst uns meinen Vater finden. Wir brauchen ihn. Und wenn wir ihn nicht zurückholen können? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Scheiße! Okay, und was jetzt? Gehen wir dahin, wo sie ihn hinbringen. Und wo soll das sein? Da, wo er uns hinführen wollte. Die Locust-Grabstätte. Wieso ist er sich denn da so sicher? Suchen wir einen Ausweg und das Ding, das mein Vater hat. Aber Papa das doch gesagt hat. Aber dass die auf jeden Fall da hingehen? Naja, da wollten sie halt hin, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Vorwissen, weil ich ja Horde schon gespielt habe. Und da tauchen diese Harvester auch als Bossgegner auf. Und man kann den Spieler, der von denen gefressen wird, nochmal rausschneiden. Okay. Also wenn das einem von uns passiert, dann lasse ich dich drin verrotten. Genau. So beenden wir den Satz. Ist Marcus eigentlich mit seiner Lancer gefressen worden oder ohne? Weil dann wäre doch eigentlich das Badassigste, sich da selbst wieder rauszuschneiden. Naja, hatten wir ja schon. Ja, schon. Können ich zweimal selber machen. Klingt, als würden sie tiefer ins Fort eindringen. Dann tun wir das auch.
finde es so schön, dass die Kunst des schönen Skyboxen-Malens wieder in Mode kommt. Oh Gott, noch eine von diesen Kapseln. Vor allen Dingen, ich hoffe, sie holen Papa auch nachher genauso raus. Der Kettensäge einfach achtlos durch. Ah, schau mal, das sind die. Diese kleinen. Drängt sie weg! Was zur Hölle sind das überhaupt für Dinger? Richtig schnell, das sind die! Das sind wahrscheinlich dann das. Das wird das sein, was aus Menschen wird, wenn die verwandelt werden. Die sind ja viel, viel kleiner. Noch mehr! Gehen auch schneller kaputt. Sie weichen aus! Links, links, links! Ich kann sie sehen! Auf dem Weg! Sind mein ein bisschen Ratschlag. Diese kleinen. Fast bloß keine Kapseln mehr. Wie heißen die denn? Da! Das ist. Ja, Ratchet. Die sind überall! Jetzt bist du echt tot! Ich glaub das alles nicht. Monster entführen Menschen, Viecher springen aus Kapseln. Ja, und kein Plan, was zum Teufel hier los ist. Dann bin ich nicht die Einzige. Oh, okay. Ja, auch schon bessere Tage. Die Rüstung. Hast du eigentlich schon beim Spielen einen von diesen Cork-Tags, diesen Dog-Tags gesehen? Weil das ist doch sonst immer das Collectible. Nee, das aber wieder? Das ist ja scheinbar hier, sind ja irgendwie andere Collectibles. Ja. Scheiße! Oh, upsala, ich war ein bisschen, hey, alles okay? Ein bisschen gut, zu gut. Ich glaube heute schon, aber hier unten ist jede Menge von der Scheiße. Was war das? Kommst du wieder hoch? Edgar, oder irgendwie nein, so ihr müsst runterkommen, aber. Obstgarten. Oder eher stimmt, Obstgarten, genau. Zu schwer gegessen. Die Jüngeren unter euch werden wahrscheinlich nicht mehr wissen, wovon wir reden, aber es gab mal früher lustige Werbung. Mehr verraten wir nicht. Oh Mann, jetzt habe ich das Obstgarten wieder. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann. Jetzt hier hoffentlich auch alle. Kann ich eigentlich alles? Da kommt immer einer raus. Da ist immer einer drin. Da wusstest du, dass einer drin ist. Da ist immer einer drin. Diese Kapseln sind Brutkammern, die wir gesteckt haben. Wir müssen meinen Vater finden. Und zwar schnell. Das haben sie aber auch von Uncharted 4 gelernt. Wenn du Vorzeigeprodukt für deine Konsole bist, dann hast du aber auch gefälligst hier schöne Schatten zu werfen mit der Taschenlampe. Ja. Sonst kommst du hier mehr nicht ins Next Gen. Current Gen. Ja, vor allem wenn du Next Gen Spiel bist oder Current Gen Spiel bist, dann hast du auch gefälligst eine Ruine zu haben, die zum Teil verwittert und zerfallen ist. Stimmt, weil stimmt. Gerade funktionierende Häuser kann ja jeder bauen. Jetzt also Schleimtüren. Doors not. Oh, großartig. Und jetzt regnet es. Spitze. Ich mag den Regen. Müsste jetzt nicht eigentlich mal der Dreck von unseren Rüstungen gespült werden? Also ich bin schon wieder sauber. Ja. Da müssen wir was drauf. Weißt du, ich habe besser getötet. Hat das Funkgerät gerade so komisch reagiert? Da drüben! Oh. Das ist er! Na los, hinterher! Noch mehr von den verfluchten Dingern. Fährst du auch schon die Kettensäge hoch? Ja, die sind viel effektiver geworden, weil die anschießen. Klein. Nimm das! War's das? Nur für alle Fälle. Sind wir sie los? Glaube schon, ja. Kann man echt gut Munition sparen. Das muss reichen. Boah, das ist ja fies. Der eine ist da nicht wirklich rausgekommen aus seinem Säckchen. Und, oh, 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 oh. Oh, oh, scheiße. Das
Steh auf! Ja, Neo. Ja, das ist ja wirklich wie bei den, was hast du hier so bei den Ratchets? Das war's also, jetzt aber. Am besten mit der Shotgun halt. Ja. Nasher. Shotgun darf man ja nicht sagen. Kommt schon, hier lang. Kick it. Und warum? Weil sie nicht kicken wollte, sondern drücken. Ich glaube, wir müssen an unserer Definition von das war's arbeiten. Ich so zwei dran. Hilf mir hier mal! Warte mal, soll ich mir noch gucken, ob hier noch was ist? Ja, und Siege, Hermann Collectible. Sehr gut. Es ist. Wir haben auch dieses Ortsstatus medizinischer Güter. Anschriebliches Dokument aus der Zeit des Krieges gegen die Locust, in dem die sinkenden medizinischen Vorräte der Corps in Fort Rizzo aufgezeigt werden. Okay, Wahnsinn. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die haben auch das so ein bisschen so dieses Ver... Oh, warte mal! Siehst du das auf hast du auch die Kamera so ganz nah an deiner Figur? Siehst du, wie der Regner... diesen Hescher? Wie der Regen auf die Rüstung prasselt? Wie der Batman-Anzug bei... Okay. Arkham Knight. Aber was, wenn er will, dass wir ihm folgen? Dann macht er einen großen Fehler. Ich verstehe jetzt eben, dass sie meinten, dass das Horror-Feeling vom ersten Teil wieder stärker zurückbringen. Ja. Hey, wir haben da die oben Kleinen ist eine Rotzblase. Auch, und was ist das da drin? Die Kleinen haben dieses Zurücklaufen Verhalten von den Ratchets, ne? Dieses sich mal eben nochmal kurz zurückziehen. Guck mal, da oben ist noch so eine Snort-Bubble, wo man sich was ausschießen kann. Siehst du das? Ist ja geil. Aber das ist eine Retro-Lenser, die will ich nicht. Warte mal. Ich nehme doch nicht alles, was hier irgendwie an. Aber dann tausche ich die M-Bar gegen das Funkgerät. Die Lenser und muss in der Nähe sein. Mach das. Ich klaue dir den Marcher. Wie man es auch dreht und wendet. Hier hinten ist noch Munition, was hier, falls du welche haben willst. Munition für mich. Ammo for me. Runter oder durch die Tür? Tür. Da drüben! Krieg dich zu der Bahnhaltestelle. Gehen wir! Oh, kommt ein Zuglevel? Nee, ach, schau mal, von unten sind wir gekommen. Nee, dann machen wir nicht runter. Da drüben! Bringt das Ding zum Schweigen! Verdammt, das sind ja unzählige! Ich habe mir gerade mal ein bisschen was hingelegt. Wie viele Teile hier rumliegen. Vorsicht! Die sind so schnell! Nicht aber den. Schnell und wütend! Feuer einstellen! Sehr an den Wänden auf oder über die Dächer. Müssen so anders verhalten. Hat sich aber irgendwie gar nicht so durchgesetzt, ne? Die Leute wollten halt irgendwie Zombies. Zombies. Ich fand den echt super. Es kommen immer mehr! Oh, Scheiße! Ich bin auf deiner Seite! Ja, bei dem Ding muss man echt nicht zielen, sondern wirklich nur aus der Hüfte schießen. Gehen wir jetzt zur Bahnhaltestelle. Da hat er so ein Auto-Aim drauf. Wahnsinn. Ha, perfekt. Klopf mal. Ja, ich glaube, den Abschnitt hatten sie auch mal als Gameplay-Video jetzt vor ein paar Wochen erst veröffentlicht. Was war das? Ja? Die der Chor? Die Chor hat sie als Feldlazarett genutzt, aber die Festung stammt aus der Zeit davor. So die Zeit der Könige und Hexer. Könige und Hexer? Was denn? Ich versuche nur, dir etwas geschichtliches Wissen zu vermitteln. Das ist echt
geil gemacht, ne? Also, ja. So eine coole Dynamik. Oh, schau mal hier, große Kathedrale. Awesome. Schick, schick, schick. Schick, schick, schick. Schick, schick, schick. Schick, schick. Sie hatten doch irgendwie vor dem Release, sie hatten doch diese eine Demo mit dem Sturm, wo man das mal so richtig deutlich, wo man auch diese Blitze schon sehen konnte. Mhm. Und im selben Zug hatten sie auch nochmal so einen Abschnitt hier veröffentlicht. Und der war aber total untergegangen. Der war einfach so auf dem Kanal bei Microsoft einfach rausgehauen, ohne da irgendwie groß Beachtung zu kriegen. Und den haben wir auch nicht viele gesehen. Also war ein bisschen merkwürdig. Hä? Jetzt hab ich getreten und du machst die Tür auf. Schnittfehler. Mal sehen, was passiert, wenn... Bänke da, die so natürlich die wohl gebraucht sind. Zum Teufel. Boah, geil. JD? Wie so eine Berserkerin, oder? Mhm. Oder ist es nur ein kleiner... Das ist normal, normal groß. Er kann sprechen. Stirb. Was war das jetzt? Hat sich weiterentwickelt! Kann man zurückentwickeln? Versucht's über die Flanken! Das ist eigentlich der perfekte... Ja, so hat sich Gott das auch gedacht. Sind doch von Gott gedacht, oder? Die Typen sind schlauer. Boah! Sind die nicht? Hast du gesehen? Nicht als wir, aber als vorher. Geil. Ja. Und schau mal, die Leute halt auch Löcher, ne? Halt nur zu sagen. Verdammt! Doch so ein bisschen wie bei, das ist Herr der Ringe. Also diese Kutukai, oder wie die heißt. Aber jetzt sag mal, die normalen Orks bei Herr der Ringe werden noch geboren. Alles klar, das waren alle. Kutukai, die sie da so. Mir gefallen die Typen nicht. Boden. Sind die gerade aus dem Ausgangsloch gekommen? Kenn ich auf jeden Fall aus, ja. Nein, eher nicht. Sieht aus wie ein weiteres Nest. Schau mal, man kann die Löcher diesmal aber auch. Für mich! Oh, Scheiße! Zum Beispiel hier. Gute Idee! Scheiße, Schneller, ich bin verletzt! Warte, ich bin gleich da! Kommt schon! Durch das Tor! Also, die müssen sofort geboren werden. Das ist ja ganz schön fies. Vielleicht ist es auch so eine Schwarmintelligenz. Großartig, hier sind sogar noch mehr! Schieß deine Kapsel runter! Da drüben! Sie kommen! Scheiße, zu spät. Passt auf! Hellige! Pass sie! Ich will schon gern auch dabei sein. Ja. Geladen und entsichert! Weil das irgendwie heißen könnte, dass der noch stirbt. Oh ne, das wäre voll schlimm. Da ist immer so dieses, okay, eine Person könnte immer noch zu zweit spielen. Hey, auf den Weg! Danke.
Ich würde sagen, höchste Zeit, die Biege zu machen. Hey, wollen wir einfach totschweigen, was da gerade passiert ist mit dem Nest? Was zum Teufel war das? Haben die sich verwandelt? Halt, sie haben sich weiterentwickelt, aber dauert das nicht sehr lange? Manche Insektenlarven werden innerhalb eines Tages zu Drohnen. Sogar innerhalb Stunden. Na gut, Larven und Drohnen. Larven und Drohnen von was denn? Das werden wir noch herausfinden. Ja, aber woher weiß sie denn jetzt, dass manche davon innerhalb von Stunden oder Tagen so schnell sich verwandeln? Da sie das Drehbuch hat. Weiß man eigentlich, was hier so für eine Religion praktiziert wird? Das ist ja dann kein Christentum, oder? Das gibt's ja da gar nicht in der Welt. Das sind noch keine Kreuze, sondern so komische wie so Teespitze. Ja, ja. Naja, aber ist das nicht vom Setting her schon noch die... Das ist ein gutes Omen. Die Zukunft der Menschheit? Ist es nur nicht so weit? Ich weiß ja auch nicht genau. Das ist ja nie irgendwie Scheiße, noch ein Nest! Da muss eine Granate rein! Irgendwo, dass das schon eine Kolonie sein kann. Kommt zurück, wir sind noch nicht fertig. Scharfschütze, links! Der ist tot. Und jetzt! Oh, Sniper, Mann. Ja, das ist eine gute Drohne. Wow, kann die ja auch so geil wegkicken. Ich versuche mal links um ihn rumzukommen. Auf der Anhöhe, glaube ich. Vorsicht, Scharfschütze! Wie weitläufig die Areale sind. Wenn man ja Problem hat, ich bin down. Hier ist eine Longshot, wenn du willst. Ja! Dann ist es ein erhebtes Geräusch dafür, dass ein Computerspiel Gewehr gehoben ist. Hilfe gebrauchen. Oh, ich glaube, der ist down. Das muss rein. Oh, ich gehe. Nee, ich gehe schon, bin schon da. Guck mal deine Longshot-Action. Dachte, und nichts als geschehen. Ich krieg hier nirgendwo Munition für meine Aufgabe. Ah, ja. Alter, du hast gerade wie eine nackte Kanone. Oh, du hast doch diesen neuen Nahkampfangriff. Wenn ja. Man genau auf der anderen Seite, wenn man eben in der nackten Kanone sitzt. Zurück in dein Loch! Hat der es? Nee, warte. Nein. Oh Mann! Zurück in dein Nest! Ich hab den hingelegt. Genau, was ich brauche. Abgestaut. Schön! Wieder zurück in ein Loch. Das war's. Alles sicher. Die alte oder die neue Definition? Na los, gehen wir zur Bahn. The new or old definition. Ich hab grad die Waffe gewechselt. Das ist meins. Ja. Wir müssen rein, das ist fies, bevor das Wetter noch schlechter teilt. Wird. Das ist nur fies, wenn man nicht mit so einem Fieso wie dir zusammenspielen muss. Derjenige, der mir die Exekution wegnehmen weiß. Ich finde es schrecklich, aber ich kann mir nicht helfen. Oh, ein Lancer mit 80 Schuss. Verdammter Mist. Nee, ist ja, eine Säge. Dann bleibe ich jetzt halt bei der bei der Hammer Burst. Oh, ich nehme den Stuhl mit. Guck mal, der schwebt. Nachricht von Xbox Live habe ich bekommen. Oh, da ist das Signal. Markus Funk. Er ist ganz nah. Los. Michi, bist du noch da? Ich bin noch da. Okay, zu wenig Glück. Das war das Geräusch. Ich dachte mir erstmal, das ist ein Geräusch von Gerät rausgezogen.
Hättest du wohl gedacht, dass du noch mehr Munition klauen kannst. Da! Ich hatte gehofft, dass das dass die Audioverbindung zu dir lang gebrochen ist. Oh, verdammt. Scheiße. So, ich hab überhaupt nicht gehofft. Dann kannst du schon. Wir machen gleich eine Pause. Dann haben wir den Counter noch. Okay. Also, okay, wie gesagt, ich weiß es halt gar nicht. Wirklich. Ja, schön ruhig. Das ist doch jetzt aber ein neuer, oder? Aber der ist kleiner. Geht in Deckung! Das sind doch, das könnten die sein, die wir gesehen haben. Oh, die Stacheln auf! Sitzen hinten drauf. Guter Scheiß auf mich erschossen. Wenn die hier anspringen, dann waggle wie ein Wahnsinn. So jetzt. Oh, ich glaube, wenn man so wenn man auf dem Boden hat, dann noch zwei davon. Auch oh, schon wieder. Hilfe, ich sitze fest. Nicht schon schlimm genug. Jetzt müssen wir uns auch noch mit diesen Springern rumschlagen. Ja, und so wie es jetzt läuft, kann es nur noch schlimmer werden. Aber die sind ganz schön gut darin, Gegner zu benennen, oder? Mhm. Das mit dem Schwarm hat auch irgendwie nur 10 Sekunden gedauert. Können die richtig gut. Ja, ich glaube, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. In der nächsten Folge geht es dann weiter auf der Suche nach Markus Phoenix. Bis dann. Bis denn. Ciao.